Na, habt ihr schon die Nase voll von den letzten zwei Pokémon-Projekten mit Kanto? Tja, jetzt geht's weiter mit Kanto, hurra, weil Kanto. Ja, natürlich, keine Ahnung. Ja, Pokémon Sweet Wörsen. Keine Ahnung. Das ist auch ungewohnt. Das ist auch eher so ein Spaß-Let's Play. Das habe ich jetzt einfach so spontan entschieden. Nachdem ich gestern Halloween war der 31. gestern mit dem Lenny was aufgenommen habe, ein Pokémon-Eck. Ja, ihr seid jetzt schon Premium und wisst davon. Keine Ahnung, wann das Projekt kommt und was wird jetzt gezeigt. Achso, es fängt von neuem an. Naja, da haben wir jetzt, das haben wir schon ein bisschen länger geplant gehabt, so ein so ein Together von einem Pokémon-Hack. Und ja, keine Ahnung, wann das kommen wird. Mal sehen. Und jetzt habe ich einfach Bock gehabt, dieses Spiel da zu spielen. Da habe ich nur kurz mal was gesehen von diesem Hack. Und was glaubt ihr, um was wird's da gehen in diesem Spiel? Naja, lasst euch überraschen. Ich möchte mich auch heute. Ja, wie gesagt, ein bisschen habe ich schon gesehen, den Anfang. Und man muss auch sagen, es ist eigentlich genau. Es ist ein auf Feuerrot basierender Hack. In Englisch. Das wird auch anders. Mal schauen, wie ich das dann hinbekomme mit Englisch. Naja. Ja, deswegen die gleiche. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Story wird wie in Pokémon Feuerrot. Aber es ist etwas anders und das werdet ihr dann sehen. Und das kann ich eigentlich. Jetzt muss ich. So. Jetzt. Naja. Und wollte ich noch irgendetwas sagen? Ja, Facecam. Keine Ahnung, ich habe irgendwie auch Bock gehabt, mit Facecam aufzunehmen. Und das kann ja auch nicht schaden, weil ich habe ja auch vor, Pokémon Saphir zu Let's Playen im Ende diesen Monats mit Facecam und das kann ja nicht schaden, wenn ich da jetzt auch. Was wackel ich so mit den Händen herum? Keine Ahnung. Ja, kann nicht schaden mit Facecam. Und keine Ahnung. Das wird eher regelmäßig kommen, dieses Projekt. Unregelmäßig kommen. Einfach, wenn ich Bock drauf habe. Ja, vielleicht könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wirklich sehen wollt. Unbedingt, dann schreibt es in die Kommentare. Da kann ich dann auch schauen. Vielleicht unter der Woche mal vielleicht oder sowas. Naja, ich werde es aufnehmen, wenn ich Bock und Zeit natürlich habe. Und die anderen zwei Projekte, die gehen natürlich vor. Also Kirby Air White und Inazuma Eleven. Das ist jetzt nur so ein Nebenprojekt. Naja. Und jetzt können wir das Spiel starten, hat er gesagt. Und jetzt. Wer hat da geschrien? Controls. Juhu. Naja, wie gesagt, das ist auch wirklich ungewohnt mit Englisch. Keine Ahnung, wie ich das machen werde. In einer Welt, wo du betreten wirst, genau. Du wirst irgendwas, bla. Ein neuer Weg wird dir geöffnet werden. Und irgendwas mit Adventure. Naja. Oh mein Gott, schon wieder Professor Eich, wieder, wie oft denn auch? Hallo! Schön, dich zu sehen. Willkommen zu Sweetland. Okay. Was kann das bedeuten? Keine Ahnung. Was? Ich hab was geskippt. Ja, das bewohnt von Kreaturen, von den Pokésuites, ja. Für manche Pokémon-Leute, ja, Pokémon-Leute. Sehen Sie irgendetwas, was zu messen? Ich muss wirklich mal lesen, was hier. Vielleicht ist da ja auch irgendeine Veränderung bei diesem Text. Naja, zuerst zu dir selbst. Ja, warum denn nicht? Now tell me, are you a boy? Nein, natürlich nicht. Naja. Ein Boy sind wir. Juhu, let's begin, ja, Neymar. Wie immer. Wie immer nehme ich meinen echten Namen. Ja, auch meinen Familiennamen werde ich jetzt einfügen. Ich heiße Sebastian Sebi. Wer es nicht wusste von euch. Naja. Oh, richtig, dein Name ist ja Sebi. Oh, ich hätte ja fast vergessen.
diesen Typi da, dieser Typi, ja, den kenne ich überhaupt nicht, aber, ja. Ja, dein Rivale, oder? Was war sein Name? Da hätte ich mir eigentlich auch Gedanken darüber machen sollen tun. Naja, da habe ich mir eigentlich keine Gedanken gemacht. Oh, und? Das hatte ich auch vorher gewusst, weil, wie gesagt, die ersten paar Minuten kenne ich vom Spiel. Und der Rivale ist nicht mehr der Enkel von Professor Reich. Naja. Rivale. Nicht K. Bist du doof? Ich habe keine Ahnung, sagen wir Karo. Warum? Keine Ahnung. Karo. Einfach, was mir spontan einfällt. Oh, ist Karo war sein Name? Ach so. Ja, jetzt verrinne ich. Ja. Natürlich, wie kann man so einen Namen vergessen? Oh, Sebi. Dein. Your very own sweet legend is about to unfold. Keine Ahnung, ich werde mal Deutsch reden, mal Englisch. Ja, wie gesagt, es ist. Nein! Eine Welt, irgendwas. Oh. Ist da auch ein anderes Soundtrack? Das interessiert mich auch. Back, Sebi, yo. Option, natürlich fast. Aber das ist nicht einmal so schlecht, die Musik. Bis jetzt. Ja, bis jetzt. Und ich benutze den Xbox-Controller. Bevor ich da herumdrücke mit dem. Nee, am besten so. Okay, gibt's hier irgendein. Ein Süßigkeiten-Ding. Wie es ausschaut, nicht das Beste, was. Nehmen wir diesen einfach. Nehmen wir den gelben. Und wie lang die Parts werden, kann ich auch nicht sagen. Einfach. Naja, einfach. Ich möchte jetzt nicht sagen, einfach so lange, wie ich Bock drauf habe, weil. Das könnte vielleicht 2 Stunden werden, wenn ich mal Bock habe, aber sowas möchte ich euch auch wieder nicht antun. Aber mal schauen. Mal schauen. Okay, gibt's hier den Dings. Juhu. Ja, Potion. Wie heißt das nochmal? Trank so. Ich werde so verwirrt sein wegen den englischen Begriffen. Naja, so gehen wir mal runter. Hallo, Frau. Guten Morgen, Honey. Versteht ihr, Honey? Oh, du bist aber sehr früh auf. Mhm. Ja, wir sind gerade eingezogen. Ja, du sollst das nehmen, Town Map, juhu. Kann man das einfach so überspringen? Naja. Ja, und vergiss nicht, du kannst mit B gedrückt halten rennen, juhu. Naja. Aber das. Das ist ja das. Irgendwie das Unlogische im Pokémon. Was hier besser gemacht wurde, dass man. Keine Turbo-Treter oder sowas braucht, weil das ist ja unlogisch. Brauchst du wirklich Schuhe, um zu laufen? Und da. Du hast ja nur gesagt, man muss B drücken, oder? Gedrückt halten, um zu rennen. Ja. Solange man. Solange man. Das ist. Eigentlich die. So weit bin ich noch nicht gekommen. Also ab jetzt wird es eigentlich blind. Und. Das kann ich auch sagen. Wo ich es downgeloadet habe. Na, das kann ich ja gleich ansprechen. In der Beschreibung unten werde ich natürlich den Link verlinken, wo ich es hab, dieses Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie die Datei heißt. Irgendwie so IPS-Datei oder irgendwie sowas. Das muss man also patchen und das ist eh nicht so schwierig. Na, was sagst du? Oh, was? Wir können hier was einkaufen? Okay. Okay, aber lassen wir das jetzt einmal. Nein, ich möchte nicht noch mehr von dir. Oh, ich bin very annoyed, my friend. John made a mess of the house. Made? Ja. Oh ja, naja. Ich werde auch nicht so viel lesen, weil das kann auch anstrengend sein. Also so wortwörtlich werde ich das sicher nicht. Was ist los mit dir, Rivale? Wie habe ich dich genannt? Karo? Keine Ahnung, wie ich darauf kam. Bist du krank? Hast du zu viel Süßigkeiten gegessen?
I wanna be the very best. Ja, das hat er gesungen. Na, du bist ja die Schwester, oder? Karos, es lieb, juhu. Oh, warum hast du die ganze Nacht Television geschaut? Oh, das wird so verwirrend. Naja, aber das schaut doch etwas anders aus. Naja, mal schauen, ob das wirklich Kanto sein wird oder doch irgendwie etwas verändert. Das schaut aber geil aus. Naja, vom Spiel generell kenne ich Sinners aus. Naja, kenne ich eigentlich nichts mehr. Nur, dass die Typen, da habe ich hier eine Tabelle da aufgeschlagen. Keine Ahnung, vielleicht füge ich die Tabelle auch in den Rahmen ein. Mal schauen. Weil die, wie es ausschaut, die Pokémon-Typen, die wurden alle etwas verändert, ne? Okay, gehen wir mal da rein. Ne? Hallo, du da. Ja, Pokésweet. Ich bin hier für Pokésweet. Bist du nicht Ruby? Okay, Pokésweet. Okay, du, bist du ein Rivale oder was? Oder hast du nur einfach den gleichen Sprite? Und wer bist du? Ja. Doch jemand. Aber wenn der... Hä? Wenn das ein Rivale ist und das ein Rivale und der Rivale da, der Rivaligkeit, der im Bett schläft, wie viel Pokémon kann man... Ja, Pokésweets natürlich. Warum habe ich darüber geschaut? Pokésweets natürlich, ne? Wie viel gibt's denn hier? Sinna. Juhu, ich bin Professor Sinna. Ich packe meine Pokésweets. Natürlich. Oh, was ist ein Pokésweet? Keine Ahnung. Oh, du musstest ja hier gezogen sein, tun. Deutsch. Okay, okay, ja. Wir haben Pokésweet. Hat die Musik irgendwie... Keine Ahnung. Naja, habe ich eigentlich... Naja, ist egal. Ist egal, wenn's asynchron wird. Naja. Oh, in fact, you are also going to hear so... Mark? Mark Evans! Ja, wir sind hier! Oh, Mark und... Katja... 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 Keine Ahnung, wie man es in Englisch ausspricht. Oh, ein gutes Timing! Naja, das ist ein Neighbor. Oh, Moment mal. Heißt das, du hast noch nie Pokésweets gesehen? Wie kannst du nur so etwas machen? Okay, okay. Katja, mit dir mal. Nee, lassen wir. Oh boy, oh ja boy. Ja, missing out, natürlich, ja. Don't you have enough for all three of us? Naja, das könnt ihr eigentlich auch in die Comics schreiben. Soll ich das in Englisch vorlesen oder irgendwie so drüber lesen und schauen, was ich übersetzen kann? Oder wortwörtlich, aber wortwörtlich, das ist mir zu anstrengend auf Dauer. Oder soll ich das... I do indeed. Alright, it's settled then. Sammy, sieh those containers on the table. Das sind Geschenke, nicht Containers. Naja, soll ich es in Englisch vorlesen oder keine Ahnung, weil irgendwie so schnell werde ich es auch nicht übersetzen können. So gut, Englisch ist bei mir jetzt schon... doch ein bisschen hier. Naja. Oh, then go take the Pokésweets, go ahead and choose one! Ich weiß auch, dass die Sprites verändert wurden von den Pokémon. Und mal schauen. Boah, und ist so. It's a Cherry Type. Cherry Type? Okay, naja. Okay, nein, noch nicht. Wie schauen die anderen an? Was sind das? Und das ist Stormander. Natürlich. Ja, und was Squirtle? Oh Mann. Ein Apfeltyp. Squirtle. Oh Mann, was soll ich denn auswählen? Glumander nicht, das habe ich in meinem Pokémon Blau Let's Play gehabt. Nehmen wir dich, Brownisaur. Natürlich, Jogoda Bar Brownisauri. Und wen wählst du aus? Ja, das ist auch so verwirrend mit den Typen, ich muss da auch immer wieder rüberschauen. Weil, was ist auf was effektiv? Deswegen, ich glaube, ich füge das in den Rahmen ein, dass ihr nicht verwirrt seid. Weil,
Das sind alles neue Typen irgendwie. Oder generell nur so übernommen und ich weiß nicht, was ist. Wie es ausschaut, das, der Vanille-Typ ist wahrscheinlich Ground, normaler Typ, aber was ist denn dann Geist? Der da, keine Ahnung. Keine Ahnung. Naja. Oh, Professor, der ist so cute! And strong too, why don't you try to battle them? Ja, ihr sollt sie bekämpfen und nicht ja. Ja, ja, gute Idee. Oh nee. Oh nee. Warum? Warum ist diese Mucke drin? Nein. Warum denn? Ah, warum muss von Höhen eine Musik drin sein? Ah, naja, dann müsst ihr das so erleben. Für die, die jetzt verwirrt sind, Squirrel. Nein, ich brauche kein Tutorial. Naja, ich wollte eigentlich nichts mehr zu tun haben mit Höhen, bis ich Pokémon Saphir Let's Play. Ich habe mir auch keine Tracks angehört, auch keine Let's Plays davon oder irgendwie sowas. Nix. Ich hab's vermieden, so gesehen, dass ich blind, das kann man nicht sagen. Möglichst wenig noch vom Spiel weiß. So Vanille-Typ, das ist normal, wie es ausschaut. Und ja, das hätte ich mir eigentlich sparen können. Jetzt, naja. Aber das habe ich jetzt auch aufgenommen. Ja, ja, das brauchst du mir nicht sagen. Wie lange nehme ich denn schon auf? Nee, nee, das passt schon. Ich habe ja nichts gegen die Mucke. Ich liebe sogar die Höhenmucke. Aber ich wollte es eben in Saphir Let's Play bringen, aber ist auch egal. Solange ich es nicht privat gezockt habe, ich spiele das ja jetzt nicht privat, sondern mache es jetzt als Let's Play, ist es auch egal. Aber es macht mich auch natürlich auf der anderen Seite fröhlich. Danke. Ja, toll gemacht. All right, I win. Oh, das. Toll. Los ich jetzt wieder ab. War das irgendwie gescriptet oder. Soll man da verlieren, oder? Ja, das ist eh das gleiche. Naja. Dasselbe, ja. Ja, reif mir noch unter die Nase. You've never had a battle before, have you? Ja, 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 du warst so schlecht, dass ich das nicht anerkenne, das Feuer. Hör auf! Ich möchte das nicht, Tutorial. Das ist doof. Naja, Tackle. Dass ich das verloren habe. Ja, das hast du mir alles vorher genau so gesagt. Hoffentlich verliere ich das nicht. Das schaut schlecht aus. Ja! Volltreffer. Keine Ahnung. Ich muss mir auch mal angewöhnen. Gewöhnen. Ich wohne an. Keine Ahnung. Joho, wir haben gewonnen. Mir irgendwie Wasser zurechtzulegen oder ihm den Saft, was wir trinken können, während dem Aufnehmen, ja, weil es so geil ist, dass ihr das sehen könnt. Habe ich schon vorher EXP gehabt? Heißt das, dass man. Ich habe da jetzt nicht drauf geschaut, aber heißt das, wenn man verliert, dann trotzdem Erfahrungspunkte kriegen tut? Keine Ahnung. Naja, juhu, wir haben den Mark besiegt. Hey, not bad. Natürlich verlieren wir gegen den Psycho. That was pretty good, Sammy. You are thinking of exploring Sweetland, right? Ja, take this. Sweet Balls. Oh man. Take that cookbook. Ich habe schon gelesen, Cookiebook. Ja, ja. Okay. Ja, hey. Naja, wie gesagt, soll ich das in Englisch vorlesen, weil irgendwie so. Da würde ich zu lange sitzen an einem Satz. Das in Deutsch irgendwie zu übersetzen. Naja. What? Oh, alright. Swimming well. Well, nicht well. We'll catch up with you later. See you around. Ach so, kann ich jetzt einfach gehen. Juhu. Naja, mal sehen. Wie lange nehme ich auf? Nee. Dat Pappen. Nee. Ich möchte mehr aufnehmen. Ach man. Naja, hoffentlich ist nichts. Zu viel Dingsbums drinnen.
Mucke von Höhen. Ich möchte es doch in mein Sophia Let's Play einbringen, doch, aber egal. Naja, Cookie Meadow. Das ist eine Mario-Mucke. Welche? Ah, oh, was sind das? Nee, oder? Was ist das für eine Mucke? Ich kenn sie. Ah, mir wird sicher irgendwie einfach. Hoffentlich. Was sind das? Oder ist das Mario? Ich weiß nicht. Cookie Village. Was? Floor Town? Sammy, warte doch. Achso, das ist er. You are fast, we just got done battling. Mark, you were just quick to get out of that one. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich hab das auch noch nie gemacht zum Vorgelesen in Englisch. So ein Let's Play in Englisch, naja. Give me a break, we both have a 50-50 chance. Oh, bla bla, ja, die reden über ihren Battle. Hey, guys, wait up. Caro, was machst du hier? Oh, ja, ich bin endlich hier. Oh, warum? Irgendwie haben die alle eine andere Stimme, mir egal. Und wer bist du? Oh, du bist ja noch ein Neighbor. Warum so viele Neighbors hier? Hey, ich habe auch einen Namen. Ich bin Caro, ja. Ich bin überhaupt nicht interessiert, du Bastido. Ja. Willst du das jetzt ernst werden mit uns, oder was? Okay, dann... Dann kämpfen wir. Ja, get rid of him. Warum nochmal? Und es ist eine andere Mucke. Vielleicht war ja die Mucke nur wegen den Rivalen da. Den ersten zwei. Naja. Was? Popsi? Was? Popsi-Chu? 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 Können wir überhaupt dann... Ja. Wir werden das verlieren, oder? Warum? Nein! Static! Warum den? Wir werden das verlieren. Ich hätte teilen müssen. Das ist ein guter Anfang, Mann. Los gegen Caro. Juhu. Du warst so gut, Caro, weißt du? Ja, zurückhalten. Ja, genau so klingt eine Mutter. Naja, mal schauen, wie ich das alles vorlesen werde. Wie gesagt, das ist ziemlich ungewohnt. Geh weg, Junge, ich will dich nicht. Naja, müssen wir wieder gegen euch antreten? Oh Mann. Aber was? Ich möchte wissen, was das für eine Mucke ist. Ja, Quatsch. Ich könnte das bieten. Oh! Aber ich mach's nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Das ist Speeden. Das werdet ihr bei mir nicht sehen, ne? Weil das geht einfach nicht. Naja, jetzt gegen dein Pop. Was? Popsi-Chu? Popsi-Chu, juhu! Was ist denn los? Wegen Norden hat es so herumgespackt. Naja, was ich ansprechen wollte. Können wir unser Brownie-Sohn nicht benennen oder was? Oder erst später. Alter, das schaut alles sehr schlecht aus. Hör auf, Tackle. Warum haben die den gleichen Speed oder was? Naja, mal schauen. Los! Oh, das war knapp. Das war knapp. Juhu! Oh, natürlich, Static. Noch beschissener kann es uns nicht gehen. 1 KP und Paralyse. Doch Vergiftung. Das wäre doch... Oh, Datenträger wird stark beansprucht durch die X-Story. Naja. Was? Lisolip? Leiserlip? Bleibelsen? Dein Rivalo? Nee, das waren wir. Du hast das bessere Pokémon. Na, Pokeswizo. Wo sind eigentlich die anderen zwei? Senna. Was? Machst du Farf? Baked my Pokesweet? Half-baked? Was? Kochen die Pokesweet? Was sind das für beschissene im positiven Sinn? Bekloppt, so heißt das so. But I'm still willing to go another round! Oh. Hey, wo sind die anderen dabei? Das ist nicht Obertun!
Mich nervt das immer noch. Was ist das eigentlich? Ist das ein Item oder was? Juhu, Sweet Ball. Eigentlich könnten wir auch Pokémon einsammeln. Mal schauen. Eine Tibia? Lisorita. Was sind das? Cherry, Lisa. Keine Ahnung. Naja, ich rate mal. Oh Mann, schnell weg. Ich muss heilen, das darf ich nicht vergessen. Okay, dann gibt es ja auch andere Pokémon zu fangen. Gut zu wissen. Hallo Mutter, heil mich. Nee, ich hab. Ja, wie gesagt, ich bin ja gerade hergezogen. Da kann schon sowas passieren, dass man ins falsche Haus rennt, ne? Ja. Naja. Okay, gut Luck. Und ich weiß nicht, wie ich das mit den Raben machen soll, mit dem Pokémon. Soll ich jetzt fieser Samen oder was? Naja. Wie läuft immer noch? Was ist das für eine Mucke? Ich weiß es nicht. Wie lange nämlich nie. Oh, da sind ja die beiden. Oh, sorry, bitte, Stier, das Geige ist ein Neuen sometimes. Ja, schon wieder. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das vorlesen soll. Wie gesagt, schreibt's in die Kommis. Soll ich das in Englisch vorlesen oder? Ich bin verwirrt. Mauzi. Ein Muffin. Ein Muffin! Muffin Button! Was bist du im Glückgeschlecht männlich? Naja. Brauchen wir sowas? Ich weiß nicht. Was sind das überhaupt? Cherry, das. Ist das. Dingsbums? Naja, mal schauen. Was? Cherry Boy Impotence? Okay. Ist das. Wine Whip? Was sind das nochmal? Auf Rankenhieb, glaube ich, oder? Naja. Deswegen. Cherry ist anscheinend dann Typ Pflanze. Okay. Aber warum sind die Pokémon hier so stark? Naja. Hat dieses Arm wirklich Clear Body? Also, ich weiß jetzt nicht den englischen, den deutschen Namen, aber das verwundert mich doch schon. Naja, mal schauen. Hey, du da, du hast sicher ein Item, oder? Ja, hey, ja. Okay, Tarn. Okay. Mann, ich bin ja wieder geschwächt. Ein Trainer-Battle. Joho, Youngster John. Mann, Miaufeln, juhu, wow, nicht so. Die Namen. Naja, ich werde meinen Spaß haben mit dem. Keine Ahnung, was das schon wieder war. Hör auf, mich zu kratzen. Nee. Ich hab doch einen Drang. Ich muss mehr aufpassen auf meine Pokémon. Und das Sprite hier. Naja. Scratch, kannst du von mir aus machen. Aber die Gegner sind schon stark. Die sind schon stark für den Anfang. Ich bin da gewohnt mit Level 2 das hier da rumlaufen in der ersten Runde, aber nee. Naja, Level up, joho. Ach Göttchen. Ich bin wirklich interessant. Ich bin interessant. Oh, gar nicht eingebildet. Ja, du hast ein Pauschen gefunden, ne? I drop my item. Was? Wir können dann immer wieder gegen dich anreden. Warum denn? Naja, Vertania City, Floor Town. Okay. Aber die Musik klingt auch etwas anders. Ach man. Ja, I can't find my pearl. Tja, Pech. Naja, schauen wir mal, wie das Pokécent aussieht. Oh, der Übergang. Na, hier schaut alles normal aus. Das ist schlecht. 0 Punkte kriegt das Spiel von mir, ja, deswegen. Naja. Juhu. Ja, gut. Naja, mit den Leuten spreche ich nicht. Das ist auch etwas angenehm, weil in Englisch tun. Was sind das? Pickt up Ohrenberry? Okay. Kann man das immer wieder einsammeln, oder? Okay. Es hat nur so ausgesehen, dass das hier etwas. Dass das ewig hier ist, auch wenn man es nimmt. Ja. Water Ketchup Alb. Nein. Ich möchte kein Tutorial. Kann man hier rein? Ja. Ach, dieses Spiel. Aber das schaut jetzt schon wieder eher nach Vertania City aus. So heißt es doch. Hoffentlich. Baking School. Natürlich. So was lernt man denn hier? Und die Musik. Naja. Ja, Homer, Counter, Bibla. Naja.
Ich glaube, hier stehen, oder? Steht hier. Normalerweise steht hier. Pterosaurier, Effectical. Oh. Ich lese mir das nicht alles durch. Das habt ihr im Rahmen. Und ich da nebenbei. Die Typen und so. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde die normalen Pokémon nehmen. Weil ich glaube kaum, dass es dafür jedes Pokémon irgendein Sprite gibt. Ein Sprite, versteht ihr? Das Getränk-Sprite. Na. Alter, was sind das für Akkuhaus? Naja. Hallo, ihr zwei. Oh, hier ist kein Zerschneiderbusch mehr. Das ist hier das Item. War hier ein Item? Ich weiß nicht. Hallo. Oh, hey there, Zeppe. We are looking to battle in the gym here, but it's closed. If you beat the strongest battler in the gym, you will win. Keine Ahnung. I wonder why the town of the gym is closed. Ja, ja, Sebi, we're headed to the next town. Follow us. Us, follow us. Ich möchte eure Hintern nicht followen. Donut Plane. Was ist das für eine Mucke? Das macht mich noch verwirrend, du. Gibt es hier keine VMs oder warum sind die ganzen Dinger da nicht mehr hier? Naja, mal schauen. Aber hier müsste man doch... Nee. nee, weil normalerweise kann man bei dieser Route ganz nach oben laufen und dann zu dick das Öle und dann nach Orania City, aber anscheinend hier nicht. Wollen wir Mauzi einsammeln? Warum nicht? Warum nicht einsammeln? Oh, das Spiel ist wirklich bekloppt. Naja, so, Tackle, das sollte reichen, ja. So, hoffentlich Party Pack, ne? Naja, mal schauen, ob man überhaupt die Pokémon benennen kann oder ob man mit diesen Namen da sich zufrieden geben müssen tun. Aber wir haben ein Miauf. Ich wollte Mauzi sagen. Ein Miaufin. Aber das ist eigentlich auch wieder... eigentlich. Das ist so wie in der sechsten Challenge, dass man auch beim Fangen Erfahrungspunkte kriegt. Gut. Okay. Guckboot. Small objects like fruits and seeds tend to get stuck on its icing paws. Oh. Was? Icing? Diesen Prophet stays quickly. Das ist ja wirklich ein Kochbuch. Ja, endlich Nickname. Können wir unser Dingsbums nicht benennen? Schade. Naja. Fragt mich nicht, wie ich auf die Namen komme, aber... Ich weiß nicht, warum die Affen... Ich weiß einfach nicht, wie ich auf die Affen komme. Na... Diafina. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen komme. Einfach, was mir random jetzt gerade einfällt. Aber ja, das reicht, oder für den ersten Part. Ja, ich habe meinen Spaß mit dem Spiel. Und ja, beim nächsten Mal sweetet es weiter. Juche. Ja. Keine Ahnung. Und ja, ich habe auch heute einige Süßigkeiten gegessen, deswegen habe ich auch vorher irgendwie schon aufs Klo müssen. Naja, egal. Also, Baba!